Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück. Minecraft. Live in the Woods. Schniedelwutz, Putz. Oh Gott, ich will immer Schniedelwutz sagen, das ist so böse. Ihr seht, wir haben ein bisschen nachgelegt, wa? Ui, die Vögel zwitschern. Schön. Schön. Ich habe ein bisschen rumgetüftelt, habe ich ja gesagt. Ich schaue mir das ein bisschen an, was geil aussieht, was nicht. Ist immer so ein kleiner Testlauf dann, was passiert, was nicht. Hab ein bisschen nachgerüstet und zwar fangen wir mal bei den Schädern an, dann nutzen wir jetzt den Kudahai. Ich bin mutig, ja. Schauen wir mal, ob der ruckelfrei funktioniert. Ich hoffe doch. Resource-Pakete, das BDCraft Soundpack 1 und BDCraft Music habe ich mir mal geholt. Hab mir gedacht, okay, machen wir es ein bisschen schöner noch, machen wir es noch alles ein bisschen runder. Wir werden die Musik jetzt nicht mehr vom Band laufen lassen. Also es gibt keine Playlists mehr, die man dann eh, glaube ich, eh nicht so gehört hat, die waren mehr unterstützend als alles andere. Und Detailed Realism Resource Pack ist am Start. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt oder nicht. Letzte Aufnahme ging leider ein bisschen in die Büchs. Das wollte ich nämlich mit Twitch koppeln und da hat irgendwas bei Twitch nicht funktioniert, deswegen ist das Bild gestockt. Jetzt braucht er wieder ewig, um den Kack jetzt zu laden, genau. Und da habe ich schon das Haus eigentlich halbwegs fertig gebaut. Und da ich mir aber gedacht habe, okay, das ist jetzt Arsch, wenn da irgendwie die Aufnahme fehlt, dass wir zurückkommen auf YouTube und auf einmal steht ein Haus da, das fertig ist. Auch irgendwie doof, ne? Deswegen habe ich jetzt nochmal, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde bin ich gesessen und habe das nochmal alles abgetragen. Also nicht wundern, wir haben ein paar mehr Materialchen in den Kisten, was Hausbaumaterial angeht. Das bedeutet, es ist einfach ein bisschen mehr, was waren das? Ich glaube, Holz ist ein bisschen mehr da. Bisschen ist ein bisschen untertrieben. Block des Zimmermanns, genau, das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ein Hammer habe ich mir gemacht, ein Meißel. Weiß noch nicht genau, wozu das gut ist. Werde ich mich auch noch mal belesen. Da schauen wir uns noch mal genau an. Und ich würde sagen, heute in dieser Folge, nachdem wir so katastrophal verschissen haben, was diese wunderhübsche Milchmädchenrechnung angeht, hieß das so? Ich glaube schon, oder? Werden wir heute einfach schauen, dass wir das Haus, wenigstens die erste Etage, ein bisschen hübsch kriegen, ein bisschen fertig machen. Und sobald die erste Etage so halbwegs drin ist. Warte mal, wir können doch hier eigentlich auch eine Treppe ransetzen, oder? Es ist ja jetzt erstmal nur zum Übergang. Das wird dann eh. Ach, ich würde es, glaube ich, ganz gern, glaube ich, als Geräteschuppen noch nutzen. Voll schön. Tschüss. Sonne, mach es gut. Gut, aber wenn es jetzt dunkel wird, dann legen wir uns, glaube ich, erstmal schlafen. Oder? Legen wir uns schlafen. Ja, ich glaube. So, ich gucke noch einmal ganz kurz in die Musiklautstärke. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn die reinkommt, die megamäßig laut sein wird. Deswegen drehe ich die mal vorsichtshalber schon mal runter. Wenn es nicht stört in der Lautstärke, dann ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Sondern wenn es wirklich ein bisschen mehr unterstützt als alles andere, dann ist es gut. Shader-Packs habe ich, wie gesagt, ein paar ausprobiert. Dann Resource-Packs auch. Das war jetzt so die Mischung, die mir eigentlich zusammen am besten gefallen hat. Wir können ja einmal ganz kurz rüber zu den Nachbarn gucken. Damit ihr seht, wie das denn so aussieht. Ich finde es eigentlich ziemlich hübsch. Ziemlich geil geworden. Ja. Los, wird schneller dunkel. Ich möchte pennen, damit wir das Haus fertig machen können. Müssen schauen, dass wir wieder ein bisschen Glas kriegen. Das Doofe ist, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man Glas kaputt macht. Also, dass man es wieder abbauen kann, ohne dass es kaputt bricht. Insofern werden wir jetzt noch ein bisschen Sand holen gehen. Damit wir uns einfach ein bisschen Glas machen können noch. Prost erstmal. Es wird wieder ganz entspannt heute. So, Eisen habe ich auch noch ein bisschen rangeschafft. Da war ich einmal kurz in der Nachbarhöhle. Weil durch das Haus kaputt bauen habe ich, glaube ich, 4 Äxte oder so gebraucht. Also 4 Eisenäxte, was ja schon echt krass viel ist eigentlich. Warte mal, wir brauchen Holz. Zack. Damit wir uns ein paar Sticks machen können und eine Schaufel. Sonst dauert das wieder so Ewigkeiten. So, zack. Mal, machen wir mal lieber gleich 2. Also langsam habe ich es auch raus wieder, ne? Es ist, wie gesagt, eine ganz große Gewöhnungssache, dieses Spiel. So, komm her, zack und zack. Und dann geht's jetzt mal los. Tag sollte sie da sein. Wir sind immer noch im Peaceful-Mode unterwegs übrigens. Das möchte ich so lange beibehalten. Bis wir ein bisschen was zu essen haben.
dass wir uns notfalls wirklich selbst wieder heilen können durch einen vollen Magen, wie das halt so schön ist. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier irgendwo nicht Holz, sondern Sand in der Nähe finden. Ist einiges passiert jetzt seit der letzten Aufnahmesession. Also es war echt jetzt, wir haben mit 10 Streamern zusammen so einen kleinen Spendenstream gestartet. Für den Player Live. Der hat nämlich einen kleinen Schicksalsschlag oder einen kleinen großen Schicksalsschlag erleiden müssen. Und wir haben uns da einfach zusammengetan und geholfen. Und es ist überwältigend gewesen, was da von der Community zurückgekommen ist. Das war echt so verdammt schön. Ich möchte jetzt keine Summe nennen, aber wir haben ziemlich was zusammengekriegt für die Familie. Die mit dabei waren, wissen es eh. Die nicht mit dabei waren, das lief alles auf Twitch. Da spiele ich regelmäßig abends, eigentlich fast täglich. Ja, wenn man nicht gerade ein Ban kriegt von Twitch, weil man versaute Spiele spielen möchte. Oh, hoppla. Also, da könnt ihr gerne auch mal reingucken, natürlich. Ah, Eigenwerbung ist immer so behindert und eklig. Ich finde das ja so abartig. Aber muss ja auch sein. Muss ja auch einfach mal sein. Wie viel haben wir jetzt? 49. Ja, wir werden noch ein bisschen brauchen, glaube ich. Ein paar Glasscheiben hatte ich noch. Das war die Schaufel, ne? Ja. Ja. So, da haben wir auch gleich das neue Soundpack. Das hört man gleich. Macht einfach alles ein bisschen andere Geräusche. Was sehr cool ist, finde ich. Wenn ihr wollt, haue ich das euch mal rein in die Videobeschreibung. Mache ich, glaube ich, sogar. Oh, jetzt ertrinken wir. Da lasst ihr einfach einen kleinen Obolus da für die Leute, die sich das ausgedacht haben und entwickelt. Und dann kann man das benutzen. Es klingt einfach alles einen kleinen Ticken schöner, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn man isst. Wir sind voll, oder? Ja, schade. Zeige ich euch dann nachher. Gibt es noch ein... Erstmal ein ganz komplett anderes Essgeräusch. Weil dieses... Das war ja echt immer ein bisschen störend, leider. Und noch einen kleinen Bonus. Ah, das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Momentan sind wir ganz gut gesättigt. Die Brote, die wir haben, die halten noch halbwegs. Müssen dann mal gucken, dass wir eventuell auch irgendwann mal Sandwiches und sowas machen. So, pass mal auf hier, die grüne Wolle, die kann mal weg. Wir haben ja jetzt auch rausgefunden, genau, dass du mit Sachen wie zum Beispiel... Ach, hör doch auf. Jetzt finde ich natürlich nichts. Das da, genau, grüner Farbstoff. Sachen färben kannst ganz einfach. Das heißt, wenn wir jetzt Wolle haben, wir haben ja ganz viele Schafe hier in der Nähe, können wir die auch ganz einfach färben. Birkensetzling, Eichensetzling. Ach, wir könnten noch mal ein paar Birken setzen. Und dann setzen wir gleich an mit dem Baum. Nicht mit dem Baum, mit dem Haus. Weil Baum. Ach, schau mal da oben. Die Schwarzeiche ist schön gekommen. Ha. Was mich ein bisschen stört, ist, dass dieses ganze Gedönsgras hier so schnell nachwächst. Also, weiß nicht. Vielleicht müssen wir da irgendeinen Nachbarnsjungen einstellen vom Dorf drüben, dass der uns den Rasen ab und zu mäht. Das wäre natürlich super hilfreich. 1, 2, 3, 4. Wir setzen natürlich gleich wieder groß an. Große Birken, große Bäume. Ich mag das ja total gern. Wo man auch ein bisschen raufklettern muss, um die abzuholzen. So, 1, 2, 3, 4. Super. Ich finde aber, bei dem normalen Minecraft kam die besser. Irgendwie. Guck mal, jetzt haben wir hier so einen Vierstamm. Die sind da mehr in die Höhe gewachsen, ne? Als in die Breite. So wie da hinten. Der da. Ja, mit einer Picke bewaffnet. Mhm. Nein, das meine ich natürlich nicht. Wo geht's hier hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut, dann machen wir mal das Haus. Hi. Na? Ach, süß. Au. Ja, irgendwie müssen wir uns auch was für hier oben noch einfallen lassen, ne? Dass da keine Creeper und Zombies und so reinkommen. Ich hätte es ganz gerne hier so ein bisschen abgeschlossen alles. Die Frage ist, wie wir das machen. Eigentlich müssten wir dann hier oben alles gerade machen. Und oben Mauern draufsetzen, aber das wird dann auch irgendwie scheiße. Das wird dann auch irgendwie doof. Vielleicht ziehen wir dann einfach irgendwann mal hier noch so einen Zaun rein. Ach, wir werden uns da schon was einfallen lassen, glaube ich. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen Schwarz, Eiche, Schwarz, Birke, meine ich natürlich. So, das sollte glaube ich, erstmal reichen. Wenn uns sicherheitshalber... Jetzt habe ich das da alles reingegeben, ne? Werden uns sicherheitshalber vielleicht nochmal eine Axt machen. Eisenaxt, eine haben wir schon. Okay, die ganzen Werkzeuge sehen hier ein bisschen komisch aus. Das muss ich mir nochmal anschauen. Und Glas hatte ich doch auch noch irgendwo. Warte mal, das war hier. Was macht das hier? Okay, ist auch schon fleißig am Werden. Dort. 1, 2, 3.
4, 5, 6, so ging das, genau. Gut, ein paar Blöcke werden wir so brauchen. Ich habe mir das mal alles angeschaut, wie wir es so halbwegs sinnvoll bauen. Blöcke haben wir genug, ja. Hier müsste ich die Leiter noch ein Stück weitermachen. So, passt auf. Wie war denn das? 1, 2, 3. Machen wir nur 3 oder machen wir 4? Ich glaube, wir machen doch lieber 4. Habe ich Erde dabei? Ja. Sehr gut. Zum Hochbauen immer ganz praktisch. Die kannst du wenigstens schnell wieder abbauen. Aber wen sage ich, dass ihr alle, die hier zugucken, haben, glaube ich, Minecraft schon 1 Million Stunden mehr gespielt als ich. Du, du, du. 1, 2, 3, 4. Au! Seht ihr? Neues Soundpack. Ich glaube, wir haben keine Kniescheiben mehr. Geil. Geiles Geräusch. So, was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass die Musik so lange braucht zum Kommen. Lu, lu, lu. Ach, da ist sie. Au. Nee, das ist komisch irgendwo. So, dann sehen wir zu, dass wir erstmal so eine halbwegs hübsche Behüttung hinkriegen. Damit wir wenigstens mal vor Regen und so geschützen und nicht irgendwo in einem Erdloch hausen müssen wie der letzte Barbar. Ups. Achso, das ist jetzt Eichenholz zum Beispiel. Okay, da siehst du aber auch sofort den Unterschied. Weiß nicht, ob ich das gut finde, dass man den immer gleich sieht. Ah, das sieht aber irgendwie, sieht das hübsch aus mit dem Shaderpack. Also der Boden zum Beispiel sieht mega geil aus dem Holz. Wir werden dann, wie gesagt, irgendwann schauen, dass wir das dann mal alles vielleicht durch Steine noch ersetzen. So peripher, sagt man das so? Teilweise? Ich weiß es nicht. Werden wir uns mal angucken, dass wir jetzt hier nicht alles aus Holz machen. Die Mauer auf jeden Fall würde ich gerne aus Steine machen. Dass die einfach auch ein bisschen robust aussieht. So, und dann muss ich jetzt mal nachziehen, wie ich das... Ich glaube, das war jeder dritte. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geht das schon wieder los mit dem Zählen? 1, 2, 3. Ja. So, dann hatten wir immer einen Zweier frei, ne? Mhm. Und dann machen wir jeden zweiten. So. Sieht das scheiße aus. Ja, es ist wieder ein bisschen rumgetüftelt. Man muss sich probieren, finde ich. Ach, so könnte es geil sein eigentlich. So kann das ganz cool sein. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, der war schon wieder falsch hier. Das heißt, den müssen wir immer zumachen. Gib mir mal, gib mir, ist das jetzt runtergefallen? Oder habe ich es aufgenommen? Ich weiß es nicht. Oh, es hat heute gefühlt 1000 Grad. Mal gucken, wie lange ich heute durchhalte. Ich habe mir mal sowas Kühles Blondes hergestellt. Genau, jetzt haben wir wieder diese zwei Haars, will ich es mal nennen. Jo, hier haben wir gesagt offen. Da machen wir zu. So, super. Da waren sie. Sehr gut. Oh, die sehen aber geil aus, die Glasblöcke. Ach, eine Seite fehlt mir noch, ne? Ja. Da werde ich schon wieder zu voreilig. Und dann ist schon wieder dunkel. Oh Gott, das geht aber auch immer schnell. So, aufpassen. Birke brauchen wir. 1, 2, 3. Wo bleibt die Musik? Wo bleibt die Musik? Super. Dann gehen wir mal schauen, was das Glas macht. Und können uns eigentlich schon wieder ins Bett hauen. Wie schnell das geht. Du kannst so nachts schlafen. Ah, danke. Da wäre ich von allein aber gar nicht drauf gekommen. Sherlock Holmes. So, 54. Wir brauchen noch mehr Glasscheiben. Schauen wir mal, wie viel wir noch machen können. So, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Dann haben wir 2,5 Stacks ungefähr. Das sollte passen. Guten Morgen! Schönes Haus! Musik? Wo bleibst du? Vielleicht war die Musik doch zu leise eingestellt. Aber das kann natürlich sein, dass sie jetzt so leise war, dass wir ihn gar nicht gehört haben.
Wer weiß es. Glas macht komische Geräusche beim Einsetzen. Okay, da muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Aber, wow, mit dem Texture Pack sieht das eigentlich ganz geil aus. Recht modern sogar. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet mit dem Texture Pack. Frage wird dann, wie es nachher aussieht mit dem Farming. Also, ob man da wirklich die Unterschiede erkennt. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar schon ausprobiert im Twitch-Spiel. Da haben wir quasi eine kleine Parallelwelt, auf der ich dann einfach Sachen ausprobiere, wie zum Beispiel neue Texture Packs, Shader neue, dann was man so alles machen kann eigentlich. Also da wird dann immer so, das ist immer so ein bisschen das, der Spielplatz, würde ich mal sagen. Und da habe ich halt mitgekriegt, dass es, was Farming angeht, große Unterschiede macht, was man für ein Texture Pack benutzt. Und dass es ordentlich aussieht einfach. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Super. Gut, das haben wir gleich. Und dann müssen wir noch ein Dach ziehen. Oha. Ich würde es ja gern zweistöckig bauen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal dann gleich so eine Zwischenschicht rein. Okay, wie viel brauchen wir noch? 6. 12. 18. 18 brauchen wir noch. Hey, sieht irgendwie geil aus. Irgendwie hat das Charme. Charme. Har. So. Das heißt, wir machen erstmal so eine Zwischenschicht oben noch ins Dach. Quasi schon mal die zweite. Oh, hör auf mit quasi. Schon mal die zweite Etage. Das schauen wir uns dann mal an. So, 32 haben wir gemacht. Das soll ja reichen. Und da würde ich ganz gern halt auch einen Balkon und so noch ransetzen. Also, dass wir die erste Etage einfach erstmal nur so zum Überleben haben. Das wird dann nachher der Ort, glaube ich, wo so die ganzen Werkbänke und Truhen und sowas reinkommen. Und oben machen wir dann nachher irgendwann mal das Schlafzimmer und das Wohnzimmer rein. Man kann ja hier so viel geiles Zeug machen wie Tische und Stühle und sonst was. Also, da kann man sich ein bisschen kreativ austoben. Was ich total geil finde. Jetzt ist die Frage, wo machen wir die nächsten Leitern hin? Achso, ich habe hier auch eine Werkbank, ne? Das schauen wir uns mal an. Dass wir uns vielleicht noch ein paar mehr Leitern bauen, dass wir da ohne Probleme raufkommen gleich. So, die Musik. Kann man das irgendwo einstellen eigentlich bei Minecraft? Wie oft, also in welchen Intervallen Musik läuft? Das fände ich ja ganz cool. So, wir werden hier, glaube ich, mal die nächste Leiterschicht setzen. Und hier unten muss auch noch einer ran. Super. Dann kommen wir nämlich ohne Probleme rauf. Und die Zwischendecke würde ich ganz gern wieder mit diesen Schwarzeichenholzbrettern ziehen. Einfach, weil das letztes Mal sehr, sehr cool aussah. So, dass wir da quasi so eine kleine Einheit drin haben. Nein!